Ich habe es die Tage schon mal versucht aufzunehmen, klappt. Und zwar wollte ich euch mal ein kleines IDA5 online. Ich fange an hier beim Sandy Shores Flugplatz. Aus müssen wir jetzt noch fliegen und zwar bis hier hoch. Da mache ich jetzt mal einen Punkt hin. Schwimmen wir mal dahin. Was da ist. Ihr werdet es dann sehen, auf jeden Fall. Lustig. Ich habe es auch vor kurzem erst irgendwo gesehen, dass das gibt, den Mist. Und ja, da dachte ich mir, machst du da mal ein kurzes Video drüber und schauen wir uns die ganze Scheiße einfach mal an. Ich habe halt jetzt einen beschissenen Hubschrauber, der ist ziemlich lahmarschig, aber ist egal, wir kommen schon dahin. Wir müssen ja eh warten nachher, wenn wir da oben sind. Dann nehmen wir auf die Watch gucken, 17:09 Uhr, ja, ein bisschen dauert es dann noch. Aber wir müssen da ja noch landen und so, dies, das. Und hinfliegen, da ist es hoffentlich schon 18 Uhr oder 19 Uhr, ich glaube, na, 19 Uhr werden wir nicht schaffen. Dafür sind wir zu schnell mit dem Auto, da habe ich immer Angst, dass ich es nicht schaffe rechtzeitig. Und ja, gestern das, oder was war es gestern, es war ja eigentlich heute, das Video mit Monster 69 mit Octodad, es war so lustig, ich habe es mir danach nochmal angeguckt und ich habe mich echt halbtot gelacht beim Angucken. Einfach dieses dumme Gekeul und alle, ach was, es war einfach so geil, es war so lustig, echt, ohne Scheiß. Ich könnte heute noch feiern, also jetzt noch, wenn ich dran denke. Oh, ich muss landen. Komm, lande. Octodad, das Spiel ist so geil. Wir haben es zu zweit gezockt und es geht aber auch zu viert zu zocken. Ich würde es gerne mal zu viert spielen, das ist bestimmt noch lustiger. Aber da habe ich hier ein bisschen wenig Platz, dass ich da vier Mann platzieren kann. Och, er ist einfach rausgebeamt. Sehr, sehr gut. Ja, jetzt müssen wir hier oben erstmal warten. Wir können ja so lange ein paar Wanderer verprügeln. Bin ich überhaupt richtig? Ja, bin ich. Da unten kommt noch das Easter Egg. Jetzt gucken wir erstmal, ob wir ein paar Wanderer finden, die man verprügeln kann. Weil normalerweise laufen hier immer welche rum. Nur irgendwie jetzt gerade nicht um die Uhrzeit. Vielleicht liegt es an der Uhrzeit, ist die bloß dachs, aber jetzt ist es 18 Uhr. Hier rumhüpfen. Da blendet mich die Sonne ein bisschen. Hier ist ja echt kein Mensch, ey. Sonst laufen hier immer irgendwelche Typen rum. Minderwertig. Nicht ein Wanderer, nicht ein einziger. Machen die alle Armbrot oder was? Wieso ist hier kein Wanderer? Ich will Wanderer verprügeln oder töten oder was weiß ich. Damit wir die Zeit ein bisschen rumkriegen. Ich hätte mir ein Motorrad hochfahren können. Das da unten sieht aber auch cool aus. Da unten, aber ich habe keine Sniper. Ne. Sehe ich da immer runtersnipen können, ob da ein paar Camper sind. Orden Gruß ist gestorben. Wieso ist er gestorben? Wodurch ist er gestorben? Hat er sich wieder mit den Bullen angelegt? Wir wissen es nicht. So, wie man sieht, ich habe ein neues Outfit und alles, weil von meiner Crew das Ding hinten drauf und so, das haben sie gesperrt oder so, oder geht auf jeden Fall nicht mehr. Steht jetzt auf meinem Porsche, steht auch nicht mehr das Emblem drauf, da steht jetzt einfach GDA-Emblem, nur auf der Motorhaube, voll lächerlich. Macht überhaupt nichts her. So, what the fuck? Bam. Wieso kann der nicht hier auf das Ding draufklettern? Das ist ja arschschwul. Kletter auf den Hubschrauber bitte. Da hinten eine Luke? Nö, aber bei den Amis haben die doch immer hinten so Luken, damit sie rausspringen können, nicht? Der hat da hinten nicht mal eine Tür, oder? Nö, die müssen ja alle immer hier hinten raus. Der kann ich ja durchhüpfen. Kann ich nicht, das ist schlecht. Was hat er hier vorne für komische Dinger dran? Naja, wir müssen jetzt irgendwie die Zeit rumkriegen, das ist das Blöde. Ich könnte sie auch schneiden, aber mit dem Schneiden habe ich sie manchmal so. Manchmal vergesse ich es oder schneide es nicht richtig, dann ist die ganze Scheiße mit drin und das ist auch wieder doof. Und deswegen labere ich jetzt so lange ein bisschen bescheuert weiter. Auf jeden Fall, wie gesagt, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, zieht euch unbedingt das Octodad mit Monster 69 rein. Das ist saulustig. Ich meine, gut, wenn man live dabei war, wenn man es aufgenommen hat, ist es ein bisschen lustiger durch die Erinnerung, aber es ist auch so, denke ich, witzig. Allein jetzt blöde Gekäu vom Monster und von mir.
Und so, wir haben auf jeden Fall gut gelacht und rumgeschrien. Leider ist da der Ton ein bisschen zu laut, da habe ich das Mikro scheiße eingestellt. Ich habe das Mikro auf volle Pulle eingestellt. Das hört sich deswegen ein bisschen dämlich an, aber naja, ich hoffe, man versteht es trotzdem. Golden Ninja, wow! Boah, hier. Ah, der soll mal stolpern. Ich finde es immer lustig, wenn er auf die Fresse fliegt. Macht er nicht. Kann man die Dinger eigentlich wegtreten hier? Ne, man kann bloß dagegen treten. Auf jeden Fall, wir müssen warten, bis es 23 Uhr ist. Wir haben es gleich um 8, dann sind es noch 3 Stunden. Solange muss ich jetzt hier die Zeit voll babbeln. Ich weiß aber echt nicht, mit was bin ich hier überhaupt. Jetzt richtig? Wo genau muss ich denn hin? Da hoch muss ich. Damit ich dann da runter gucken kann. Das will ich auch noch gehen. Na ja, gehen kann man schon mal. Ganzen Tag nur stehen ist ja auch nichts Wahre. Fliegt er hier auf die Fresse, wenn ich hier runter hüpfe? Ne, jetzt habe ich ja eben probiert. Na, das ist doch schlecht. Ich soll ein wenig aufs Maul fliegen. Damit es so lange ein bisschen was zu sehen gibt. Wenn ich könnte auch noch ein bisschen vorspulen. Das ist ja auch, man muss ja nicht mir die ganze Zeit meinem blöden Gelaber zuhören. Was habe ich noch? Goat Simulator habe ich mir auch geholt. Wenn ihr da noch mehr sehen wollt, da habe ich auf jeden Fall noch vieles entdeckt, was man da noch machen kann. Einfach in die Kommentare hauen. Ob es hier ins Video, unter das Video schmeißt oder bei Goat Simulator unter die Dings haut. Dem sind eigentlich egal. Was ist denn da jetzt los? Ich fange zocken an und werde müde. Minderwertig. Ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, was machst du noch? Es ist Freitagabend. Ich habe so Langeweile, ey. Jetzt ist keiner da, mit dem du feiern gehen kannst. Mit dem Geld habe ich es gerade auch ein wenig. Ist schwierig. Naja, das Monatsende. Ziemlich viel ausgegeben diesen Monat. Sonst wäre ich, weiß ich nicht. Ah, ist scheiße, wenn man nicht mobil ist, kein Auto hat und nichts. Das ist alles ein wenig doof. Werde ich hoffentlich nächstes Jahr endlich im Angriff nehmen. Die ganze Scheiße, ne? Auf jeden Fall, ja, 8:30, so lange ist ja gar nicht mehr. Was haben wir denn hier? Jetzt sind diese ganzen Jobanfragen wieder von diesen Idioten, ne? So lange kann man ja ein bisschen im Handy rumdillern. Hintergrund, was gibt's denn da? Diamanten, grüne Scherben, grüne Quadrate, Dreiecke, 8-Bit. Komm, wir machen mal Diamanten. Das sind aber keine Diamanten. Naja. Einladungston aus Klingelton. Oh, der ist cool. Was gibt's noch? Snapmatic Schnellstart aus. Weiß gar nicht, wie das funktioniert. Von daher ist es egal. Themen: Blau, Grün, Grau, Orange, Pink. Komm, wir machen Pink. Yeah. Lila, Rot. Ach, wir lassen Pink. Pink ist cool. Aber der Hintergrund, der ist scheiße. Crumbling. Das, was ihr jetzt im Hintergrund sieht, ist quasi, steht jetzt auf meinem Porsche auf der Motorhaube. Das ist schon ein wenig doof. Da hätten sie eigentlich ein GTA-Bild oder so nehmen können und nicht einfach GTA einblenden. Das ist sehr langweilig. Blauer Engel. Was ist ein blauer Engel? Ich erkenne da überhaupt kein einziges Engel, aber ist ja wurscht. Was gibt's noch? Blaue Scherben. Aha. Uiuiui, blaue Kreise. Langweilig. Diamanten hat man, grüner Schimmer. Ach, grüner Schimmer sieht ja doof aus. Das sind alles Scheiße. Kann man bis da noch welche kaufen? Also bei GTA 4 könnte ich mir Klingeltöne und so kaufen, das weiß ich noch. Fischgräte. Hey, was sind das für Namen, ey? Wie kommt man bei so einem Bild auf so einen Namen? Lila Schimmer, lila Karos. Das sind für mich Quadrate, keine Karos. Aber ist ja egal. Ich könnte mal im Netz gucken, ne? Och, wie kann das sein, ey? Medien und. Der Grund, warum die Welt. Fortsetzung, Remix, Fortsetzung, romantische Komödie, Casting Show Amerika. Also hier gibt's auch nichts, wo man irgendwie. Hintergründe für. Das Handy runterladen kann. Hippie,
Nö, gibt's hier nichts. Play online. Be real hero. Lauter so ein Blödsinn. So, wir haben es. Alter, was ist denn da jetzt auf einmal los, ey? Ich hab die ganze Zeit nicht einmal gegähnt. Kaum fange ich zocken an, wäre ich hundemüde mit einmal, mit einem Schlag. Ja, jetzt müsste es gleich kommen, es ist 22 Uhr. Bis um 11 müssen wir warten. Und dann können wir auf das Easter Egg warten. Das Easter Egg, das mysteriöse Easter Egg. 2 bis 4 Spieler. Auf die Piste, fertig, los. Eine Mission. Nö. Orden Großes gestorben. Der ist wieder gestorben. Was macht denn der Ganze noch? Wenn denn einer durchstirbt. Ach, ich überlege, ob ich nachher noch ein Bier trinken gehe oder nicht. Ey, das ist doch scheiße, Mann. Aber eins ist keins, gell. Was machst du mit einem Bier? Und betrinken habe ich irgendwie. Ach, ich weiß es nicht, Mann. Das ist so langweilig. Wenn nichts los ist, ist Betrinken auch für den Arsch. Heute Mittag hatte ich richtig Bock. Aber jetzt. Nun immer. Halbe Stunde an der Rewe noch auf, ey. Hol ich noch oder hol ich nicht? Ey, es ist doch scheiße. Vollgefressen bin ich auch. Die Kneipe runter kann ich nicht. Ich könnte meine Bude aufräumen eigentlich, gell? Das wäre zumindest mal eine Maßnahme. Oh, ich weiß gerade. Wer es livestreamen könntet ihr mir antworten, aber bis das Video hochgeladen ist, ist der Dach schon längst vorbei. Ist wieder ein anderer Dach. Da habe ich dann vielleicht schon was vor oder so, aber das glaube ich auch nicht. Wird so ein richtig beschissenes Wochenende. Oder ich zocke morgen mit den anderen. Call of Duty oder so, mal schauen. Ach man, das Leben ist hart. Ich wenigstens eine Alte, mit der ich irgendwas machen könnte. So, wir schauen schon mal da runter. Gleich brauchen wir auf jeden Fall Snapmatic, damit wir ranzoomen können. Dann wird es nämlich gleich schauderhaft. Deswegen bin ich jetzt mal ein bisschen leise. Ich schau da runter auf diese Steine, da passiert nämlich gleich was. Und zwar jetzt. Bäm! Habt ihr es gesehen? Isaac, ein Geist. Eine tote Frau, sie wurde umgebracht. Und unten drunter steht mit Blut sogar der Name geschrieben, wer sie getötet hat. Hört ihr das? Die macht manchmal Geräusche. Ich kann leider nicht lang näher ran. Weil sie verschwindet. Wir laufen einfach mal hin. Dann ist sie zwar weg, aber ihr habt es gesehen. Ich zeige euch auf der Map nochmal, wo das ist. Das ist hier oben. Ganz oben auf der Map. Da müsst ihr euch hinstellen und warten bis 23 Uhr. Und bis 24 Uhr bleibt der Geist da. Es sei denn, ihr lauft hin zu ihm. Dann verblasst er. Wir können ja jetzt nochmal zoomen. Da sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Der Name ist scheiße zu lesen, aber ich glaube... na gut, ich will mal hin... Gehen wir, sehen wir es besser. Da ist sie. Die tote Frau. Im Nachthemd. So, und die gönnen wir uns jetzt mal. Jetzt verblasst sie langsam, oder? Ne, jetzt noch nicht. Aber jetzt. Oh, geht er hoch. Aber man sieht sie noch. Und so näher wie kommen, jetzt ist sie weg. Und hier sieht man. Jack. Jack hat sie umgebracht. Wer ist dieser Jack? Wohnt er da unten? Man weiß es nicht. So, das war's auch schon. Ich wollte jetzt nochmal hier mal kurz was Lustiges tun. Oh, toll. Hüpf. Nein, er fliegt so aufs Maul. Oh, bam, 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 bam. Oh. So, ich bin tot. So, ihr habt's gesehen, der mysteriöse Geist, ihr wisst jetzt auch, wo er ist. Ich find's geil, ein bisschen schauderhaft, wenn man zum ersten Mal dahin geht, fand ich es leicht gruselig, aber mittlerweile, ich hab's ja schon gesehen und alles, das ist für mich nichts Neues, großartig.
Ja, und in diesem Sinne sage ich Wiederschauen und reingehauen.